weiß jetzt gar nicht, ob wir schon den Trank direkt nehmen müssen. Habe ich den eigentlich schon genommen? Ist das der? Genau, Prosper ist gegen Gift, okay. Ich pack den dann. Ah ne, ist ja einfach nur Stolkratzer. Zutaten sammeln. Pilze. Da ist was. Was ist das? Das Ruhrgitter. Die Explosion hat es zerquetscht wie ein Stück Papier und an den Gitterstäben ist Mörtel. Es war also zum Zeitpunkt der Explosion noch fest. Es wurde aus der Wand gerissen. Keine Spuren von Magie. Es war kein Zauber, sondern eine Bombe. Aber warum finde ich dann keine Teile? Vielleicht wurden sie weggeschwemmt. Das heißt, wir sollen weiter hinein in den Schacht. Aber schon krass, da muss so ein Gitter drin gewesen sein, wie wir es da sehen. Da drin, das. Und das muss bis hier rausgeflogen sein. Muss schon eine üble Explosion gewesen sein. So, hier haben wir ein paar mehr Teile. Hier liegen Rohrstücke. Muss ein mächtiger Knall gewesen sein. Hier liegen Rohrstücke. Nein, das hatten wir ja gerade. Muss ein mächtiger Knall gewesen sein. Hier liegen übrigens Rohrstücke. Da muss ein mächtiger Knall gewesen sein. Gegengift weitergehen. Okay. Oh, und ich habe gedacht, Hexertränke wären widerlich. Feines Gitter. Da passt nicht viel durch. Okay, hier haben wir also so feine Röhren, wo nicht viel durchpasst, wie ja Geralt gerade schon angemerkt hat. Finden wir hier sonst noch irgendwas? Überall Draht. Ertrunkene. Was sonst? Ertrunkene, die Türen auf. Ey, die Türen schließen. Jetzt ist aber gut. Wir sind so ein bisschen unter Zeitdruck jetzt auch. Ich gucke mir die Sachen alle ein bisschen später an. Ich sammle jetzt erstmal einfach nur. Ah, hier ist Fechtunterricht? Wie Fechtunterricht aktualisieren? Fechtunterricht kann mich jetzt gerade mal. Ich bin hier unten mitten im, keine Ahnung wo. Irgendeiner Röhren, Schleusen, Kanal gedöns. Da ist was. Aber jetzt muss ich mich erstmal hier wieder prügeln. So, der Kopf ist weg. Da liegt was. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Okay. Perlen. Hier ist nix. Da ist was. Der Schläger, den Dijkstra angeheuert hat. Ja, der lebt nicht mehr so lange, würde ich sagen. Schon leicht gruselig, die Geräusche hier unten. Hier ist irgendwie eine Quest. Aber die scheint über uns zu sein. Was ist das? Dijkstra hat sonst niemanden erwähnt. Muss zu Rittersporn gehört haben. In seiner Rotz hatte wohl auch das Gegengift. Aber konnte es ebenso wenig drin behalten wie der andere Typ. Ich muss die Leichen verbrennen, sonst verschwinden die ertrunkenen eh von hier. Okay, machen wir die Leichen mal weg. Hier war noch irgendwo eine. So, jetzt gehen die Ertrunkenen hoffentlich woanders fressen. Geralt scheint es auch schon nicht mehr so gut zu gehen, trotz Gegengift. Und die Ertrunkenen bleiben trotzdem. Ich komme in den Kopf. Jetzt habe ich gerade nicht zugehört, was er gesagt hat. Ich glaube, er sagte sowas wie, ich komme jetzt näher oder so. Hier ist zumindest das Gift nicht mehr. Das ist ja schon mal was. Hier, das Fass können wir noch plündern.
Okay, gehen wir mal hier rauf. Shit, da bin ich ein bisschen zu früh gesprungen. Das müssen wir nochmal machen. Und hopp. Geht hier irgendwas? Nee, ne? Hier ist nix. Tote Hose. Nur ganz viel Schnaps finden wir hier. Hier ist zwar eine Plattform, aber sonst ist ja auch nix. Abgeschlossen. Untersuche den Kanalisationsraum mit Hilfe von... Ja, ja, da bin ich ja schon dabei. Aber ich sehe hier sonst auch nichts. Ach, hier. Hm. Der Boden eines Behälters. Wahrscheinlich von einem Silberzylinder. Eingravierte Runen. Er ist verdreht. Kommt wohl durch die Explosion. Ein Bombenteil, ganz sicher. Riecht nach... Wyvernöl. Und... Karamell. Mehr gibt's hier unten nicht. Ich muss mit Dijkstra reden. Hier ist aber noch eine Tür. Wo geht's denn hier noch hin? Goldmünze. Hier endet die Spur. Rittersporn muss den Schatz auf ein Boot geladen haben. Tja, hier ist soweit nichts mehr. Gehen wir jetzt dadurch wieder zurück, oder... Gehen wir einen anderen Weg? Ich glaube, wir gehen den normalen Weg, oder? Sonst brauchen wir nicht nochmal ein Gegengift schlucken. Ist vielleicht was schlauer. Mal gespannt, wo wir jetzt hier sind. Bei dem geht's auch nicht gut. Aber da unten ist alles einfach offen. Das heißt, theoretisch jeder, der da durchgeht, stirbt halt einfach. Vielleicht deswegen auch so viele Ertrunkene. Aber die Leichen lagen da ja eigentlich noch. Hm, naja. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden? Ich habe eine zweite Leiche gefunden. Einen der Diebe hatte das Gegengift erbrochen. So wie dein Mann, dieser Fons. Ein herrlicher Tod. Irgendwas bei der Leiche gefunden? Nicht viel. Eine leere Fiole. Man hätte ihn nicht zurückgelassen, wenn er wichtig wäre. War wohl nur ein Träger. Wusste nichts. War niemand. Eine Sackgasse. Einige Schätze sind aus den Kisten gefallen. Eine eindeutige Spur. So wie in dem Märchen. Das mit den Brotkrumen. Kenn ich. Hänsel, Gretel, brennende Hexen. Passt perfekt zu Novigrad. Die Spur führt zum Fluss, in den der Kanal fließt. Dort hört sie auf. Ich wette, sie haben den Schatz auf ein Boot geladen. Ja, ein von Kanalratten gezogener Karren ist unwahrscheinlich. Und da Boote keine Spuren hinterlassen? Was für eine Scheiße. Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Runen. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Wyvernöl und Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert.
Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet? Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose. Ja, der Geralt. Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. Okay, dann untersuchen wir mal die Becken. Hier ist nichts. Hier ist nichts. An der Oberfläche schwimmt was. Sieht aus wie Öl. Dann gehen wir doch mal rein. Ja, was ist denn jetzt hier? Ich soll doch hier jetzt irgendwas machen. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Ah, doch. Ja, aber ich kann doch jetzt hier... Ah, da. Ah. Silberdeckel. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Und was ist mit Happen? Vielleicht hat er dich zufällig über die Schatzkammer reden hören. Er hat jederzeit Zugang zum Badehaus. Happen hat viele Fehler. Er ist wichtigtuerisch, überheblich und manchmal ein richtiges Arschloch. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber seine Treue steht außer Frage. Wie kannst du dir da so sicher sein? Hexer kennen ihre Monster, Spione kennen ihre Männer. Einst hast du auch Philippa Eilhardt vertraut. Stimmt. Aber ich habe Philippa Eilhardt nicht in der Nacht vor ihrer Hinrichtung aus einem kuvirischen Gefängnis geholt. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen, wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Warum kann das nicht sein? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in dem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reufen, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein, er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Geralt, geh der Sache nach. Sie haben ihm die Eier abgeschnitten? Was zur Hölle war das denn jetzt gerade für eine krasse Randinformation? Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Zügel mal deinen Ton, Junge. Das hätte ich besser mal gemacht hier. Naja gut, dann machen wir mal weiter und suchen seinen Schatz. Komm ich denn jetzt hier raus? Mein Gott, ist das hier verwinkelt. So. Dann suchen wir mal schnell Markgrafs Henkels Haus. Und gucken mal, ob wir da noch irgendwas finden. Bin ich jetzt mal echt gespannt.
wer denn der... Ob das jetzt wirklich Rittersporn war mit dem Einbruch? Hm. Aber wenn es Rittersporn war, bin ich mal gespannt, wie Geralt versucht, das Ganze zu lösen und rauszufiltern, weil er will ja bestimmt nicht seinen Freund anprangern. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Rittersporn hat wirklich interessante Freunde. So komme ich anscheinend nicht durch, oder? Doch. Warum hat er das denn jetzt gemacht? Entschuldige. Fußspuren. Zumindest Fußspuren haben wir schon mal gefunden. Die raufführen. Aber erstmal wie immer alles aufnehmen hier. Da ist noch was. Silberzylinder. Der Boden sieht aus wie der aus der Kanalisation. Okay, das heißt, wir sind hier schon mal auf einer heißen Fährte. Was haben wir hier? Auch nur noch ein bisschen Krams. Okay, gehen wir mal rauf. Ein Brief und eine Flasche. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri? Nehmen wir die Weinflasche mal mit. Und gucken, ob das, was er gelesen hat, wirklich auch auf dem Zettel drauf steht. Mysteriöse Notiz. Ja, in Liebe R. Das sieht aber eher in Liebe Rittersporn, oder nicht? Hier ist doch noch eine Tür. Achso, müssen wir wahrscheinlich irgendwo einen Schalter finden. ...1245 bis 1254. Befriedigendes Klicken. Im nächsten Raum, glaube ich. Eher im vorigen, oder? Ein Geheimzimmer. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Schritte. Nicht gut. Ein Fleck. Wövernöl. Zucker. Und Klumpen von einer Substanz, die in Wyvernöl getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. Okay, hier ist soweit. Doch, da ist noch was. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Kennst doch Kalkstein, du Lappen. Wir haben aber jetzt gerade hier den Brief. Da, wo ist der denn? Da. Ciri. Wenn du diese Worte liest, hast du mein Rätsel gelöst, wozu ich dir von Herzen gratuliere. Und es bedeutet auch, dass du noch auf freiem Fuß und noch immer in Novigrad bist, was mir große Sorgen bereitet. Ich weiß nicht, was du auf der Tempelinsel getan hast, aber die Menge ist außer sich vor Zorn und wird erst Ruhe geben, wenn er dich geschnappt hat. Bei lebendigem Leib gehäutet und auf einem Scheiterhaufen verbrannt hat. Nicht die Menge, sondern Menge der Typ. Habe ich mich gerade ein bisschen vertan. Und da er nun seine scheinheiligen Hände an Dijkstras Schatz hat, kann er genügend Männer anheuern, um jedes Haus der Stadt dreimal auf links zu drehen. Ich bin ein Doppler und kann mich daher verstecken, aber du musst fliehen, solange du noch kannst. Dein Dudu.
PS, denkt nicht mal dran, Rittersporn aus Menges Fängen zu befreien zu wollen. Es ist unmöglich. Aber so wie ich deinen Freund kenne, wird er sich schon irgendwie da rauswinden. Zumindest hoffe ich das. PPS, vergib mir, dass ich nicht schreibe, wo du mich finden kannst, aber du musst fliehen. Schon vergessen? Melitele schützt diejenigen, die sich selbst schützen. So, dann gucken wir mal, was das hier für Schritte waren. Wen dürfen wir denn hier unten begrüßen? Dijkstra. Und Triss? Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Marigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Moment. Sag mir zuerst, was du hier machst. Wir hatten vereinbart, dass ich zu dir komme, wenn ich was finde. In der Tat. Aber ich war besorgt und dachte, ich sehe bei dir mal nach dem Rechten. Schwachsinn. Du traust mir nicht. Ich traue dir so sehr wie du mir. Also gar nicht. Eine gesunde Beziehung, glaub mir. Meine Herren, es ist eine Ehre, Zeugin eures intellektuellen Gefechts zu sein. Doch bedenkt, dass ich im Gegensatz zu euch mein Leben riskiere, wenn ich nur auf die Straße gehe. Sei es nur, um herzukommen. Könnten wir also bitte zur Sache kommen? Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Caleb Menge. Tja, Marigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache Freihaus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich schlecht. Ich weiß, dass für dich Ergebnisse zählen. Ich habe gelogen, aber ich kann dich zum Schatz führen. Verzeih, Geralt, aber nach dieser Aktion würde ich doch eher den Liebesbeteuerungen einer Hure glauben. Würdest du einer Zauberin glauben, die davon profitiert, wenn du dein Geld wiederkriegst? Vielleicht, aber die Hure wäre mir immer noch lieber. Du verbirgst was, und das ist etwas, was ich hasse. Sogar noch mehr als Nilfgaard. Aber schließlich ist dies ein Geschäft, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Wir machen also deine Drecksarbeit und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Schätzchen, wenn ich jemanden benutzen kann, dann tue ich es auch. Es ist bequem. Und sicher. Gib zu, dass du Angst vor Menge hast. Natürlich habe ich Angst. Er ist ein gefährliches Arschloch. Triss würde mir wohl zustimmen. Nicht mit diesen Worten, aber grundsätzlich schon. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz.
Mit anderen Worten, du benutzt uns. Benutzen? Nicht doch. Ich mach nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Tja, Turteltäubchen, ich muss jetzt los. Viel Glück. Ich dachte, du stellst es richtig und sagst, du weißt schon. Dijkstra braucht über mein Liebesleben nichts zu wissen. Schlau. Ich würde mich auch nicht bei ihm ausweinen. Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Hm. Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke. Oi. Jetzt geht hier gerade alles so ein bisschen drunter und drüber. Fusch, weg ist sie. Nun gut, dann sollen wir Triss also am Schrein des ewigen Feuers in der Nähe des Hafens treffen. Weißer, schau mal hier drüben. Ja. Komm her! Kommt alle her! Mach mal Platz. Muss mal gucken. Nee, nix dabei. Okay. Da sind wieder hier blöde Leute von Hurensohn. Okay, dann gehen wir mal Richtung Hafen. Und gucken, dass wir ein bisschen meditieren. Und nach Triss Ausschau halten. Bin mal gespannt, wo das hinführt und ob wir Rittersporn befreien können oder ob der dann doch nicht wieder wo ganz anders ist. Wo wir schon einmal hier sind, können wir eigentlich auch nochmal eben schnell bei Hattori verkaufen. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Blabla. Blabla, blabla. Bla. Reparieren. Ja, reparieren ist schon mal ganz gut. Und handeln finde ich noch ganz gut. Das können wir mal eben hier den ganzen Schrott rauspacken. Den Sattel brauche ich auch nicht mehr. Ist hier sonst noch was? Nee, ne? Nee. Hast du noch irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. Okay. Bis da. Gut, dann wollen wir hier mal meditieren. Bis um Mitternacht. Du bist hier, gut. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Erklärst du mir mal, was du vorhast? Überleg doch. Wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Triss, überleg's dir. Willst du wirklich gefesselt die Höhle des Löwen betreten? Ja. Nein, das kann ich nicht zulassen. Nett, dass du so besorgt bist. Aber ich habe mich entschieden und dabei bleibt's. Schön. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn. Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum, aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Hm. Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein.
Warte. Ich will dir danken. Hör auf. Das täte doch jeder. Nein, nicht jeder. Hör auf. Es steht einer Zauberin nicht, rot zu werden. Was ist mit dem Schatz? Wenn wir was rausfinden, prima. Wenn nicht... Ich dachte, du brauchst Dijkstras Geld, um den anderen Magiern zu helfen. Das schon. Aber man kommt auf viele Arten an Gold. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Ich habe ein richtig mieses Gefühl bei der Sache. Das kann nur in die Hose gehen. Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri, sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? In Ordnung. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein! Sieh an, Triss Merigold. Du machst jetzt in Zauberinnen statt Ertrunkenen? Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit dir. Finger weg. Was sagst du? Ach, wusste ich's doch, dass wir ihm nicht trauen können. Hexer, Hexe, alles dasselbe. Dann können sie auf demselben Scheiterhaufen brennen. So wollte ich das eigentlich nicht machen. Kann ich das laden? Moment mal, ich wollte... Nein, nicht speichern. Na, ich will das laden. Triss konnte Geralt nicht helfen. Weil ich wollte, ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte den Finger weg und dann ich will zur Menge sagen, aber spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Das ewige Feuer wird aus dir machen! Ich wollte doch den Stand da. Den wollte ich hier laden. Triss konnte gehen. Ja. Sie schickte ihn zu Korinthin. Schon wieder. Deuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Bla bla. Bla 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 bla. Nicht vergessen. Bla 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 bla. Nicht so schnell. Entweder übergebe ich sie Menge persönlich oder keiner tut es. Du meinst wohl, wir kennen uns mit Hexen nicht aus. Lass mich los, du Schwein! In so einem hübschen Mund hat eine vulgäre Zunge nichts verloren. Wir müssen sie wohl rausreißen. Vielleicht solltet ihr sie eher lösen. Ihr könntet was Interessantes erfahren. Zum Beispiel? Zum Beispiel das Versteck von Philippa Eilhardt. Dafür wirst du büßen, du! Halt die Schnauze, rothaarige Hure!
Und du, spuck's aus. Wo ist Eilhard? Rede nicht so mit ihr. Warum nicht? Ist die etwa keine Hure? Vielleicht, aber fürs Erste ist sie meine Hure und ich sage, dass du sie nicht beleidigst. Komisch, dass dir das wichtig ist, aber gut. Also, zurück zu Philippa. Rede. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich rede nur mit Menge. Menge redet nicht mit deinesgleichen. Dann grüß ihn von mir und sag, dass ich hier war. Mit meiner Freundin Marigold. Gut. Nimm sie und folge mir auf dem Fuß. Keine falschen Tricks. Aha, so wollte ich es nämlich haben. Keine Lust jetzt hier so ein Massaker anzurichten, wenn man auch anders zur Menge kommen kann. Dementsprechend folgen wir doch mal den Leuten. Alle Hexen, die einfach zu kriegen waren, sind schon verbrannt. Und ich könnte eine schnelle Nummer vertragen. Das ewige Feuer... Hier trennen sich unsere Wege. Geh zur Menge. Marigold ist nebenan. Ihr kriegt sie nicht, bevor ich... Du hast hier nichts zu melden. Dirk, du weißt, was zu tun ist. Aus mir kriegt ihr kein Wort raus. Du nicht und er auch nicht. Spielst die Harte, hm? Warte nur. In 1 bis 3 Fingernägeln plauderst du. Macht, was ihr wollt. Na los, Hexe. Ich zeig dir, welche Wunder eine Kneifzange wirken kann. Wirst staunen. Oh Mann. Ich befahl doch, niemanden reinzulassen. Jemanden mit Informationen über Philippa Eilhard ausgenommen. Dieser Hexer sagt, er hätte welche. Das kann jeder sagen. Wir fangen mit dem kleinen Finger an. Nein, mit dem Daumen. Das ist der Daumen. Aber es kann uns nicht jeder Triss Marigold bringen. Ist sie das, die ich da höre? Sehr schön. Ich gehe gleich zu ihr. Aber zuerst... Reden wir. Setz dich. Trink doch was, Hexer. Aus Cidaris. Jahrgang 1261, das Jahr des Massakers von Sintra. Nichts abhellen. Der schüttelt die Pflaumen. Kurt, sieh bitte nach, warum Fräulein Marigold so überzeugend winselt. Sie braucht wohl was. Heiße Eisen vielleicht. Wo wir von Metall reden. Der Kelch ist aus Silber. Du wolltest prüfen, ob ich kein Doppler bin. Oh, man erkennt den Fachmann doch sofort. Wie erfrischend. Um deine Frage zu beantworten, man kann nie vorsichtig genug sein. Du würdest staunen, wie viele schon zu ranzigem Schleim wurden, die ihn in die Hand genommen haben. Ich habe ein Silberschwert auf dem Rücken. Reicht das nicht? Das beweist gar nichts. Körper von Dopplern können jede Erscheinungsform annehmen. Auch die von Silber. Natürlich ohne dessen nützliche Eigenschaften. Du bist ja ein echter Doppler-Experte. Ich dachte, gerade Hexer wüssten besonders gut, dass man seinen Feind kennen sollte. Der sammelt sie alle auf. Nein! Der trägt sie nach Haus. Reden wir jetzt vom Geschäft. Ich zahle dir die doppelte Belohnung für Marigold. Sehr großzügig. Warum? Nun, du lieferst deine Geliebte aus. Das muss wirklich furchtbar sein.
Du verdienst eine Wiedergutmachung. Du bist gut informiert. Dann weißt du ja auch, dass Triss mich zuerst verraten hat. Ich war der Bauer im Spiel der Loge. Jetzt bekommt sie, was sie verdient. Sei tapfer, Schätzchen. Nur noch ein Fingernagel, dann ist die andere Hand dran. Der isst sie alle auf. Oh, die Schlampe hat mich gebissen. Die Schlampe beißt? Legen wir ihr ein Halsband an, aus dem Eritium. Das dürfte sie beruhigen. Du überraschst mich, Geralt. Vielleicht kommen wir doch ins Geschäft. Du weißt also etwas über Philippa. Aber damit rückst du sicher nicht umsonst raus. Was willst du dafür haben? Ganz einfach. Befreie Rittersporn. Ein degenerierter Barde gegen Informationen über Philippa. Verlockendes Angebot, wirklich. Aber ich muss ablehnen. Für Rittersporn ist eine großartige Hinrichtung geplant, musst du wissen. In Ochsenfurt. Das Rad, Häutung und so weiter. Das wird sehr aufschlussreich für die akademische Jugend und die Städter. Wann soll dieses lehrreiche Spektakel denn stattfinden? Wenn ich persönlich den Befehl dazu gebe. Bis dahin bleibt Rittersporn im Kerker auf der Tempelinsel. Wie schade, dass ich nicht helfen kann. Vielleicht werden wir uns anderweitig einig. Doch sehen wir zunächst nach Fräulein Merigold. Es ist so seltsam still geworden. Komm. Hat er gesagt, wo Rittersporn ist? Ja. Wir sollten uns um deine Verletzungen kümmern. Nicht nötig. Mir geht's gut. Naja, überwiegend zumindest. Bis zu meiner Hochzeit sollte alles verheilt sein. Es tut mir leid. Ich hätte dich früher rausholen sollen. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich wusste, worauf ich mich einlassen würde. Wie soll ich sagen? Das war etwas voreilig. Was meinst du damit? Menge sagte, dass Rittersporn auf der Tempelinsel eingesperrt sei. Er wollte ihn in Ochsenfurt hinrichten. Und sie wollen Rittersporn nur aus seiner Zelle lassen, wenn Menge persönlich den Befehl dazu gibt. Scheiße. Tut mir leid, Geralt. Ich hätte besser nachdenken müssen, als ich ihn sah. Was passiert ist, ist passiert. Er hätte uns niemals geholfen. Nicht einmal, wenn ich... Ich weiß. Lass uns nicht darauf rumreiten. Wir sollten über die nächsten Schritte nachdenken. Rittersporn ist für den Moment sicher. Allerdings außer Reichweite. Wir haben keine Chance, ihn zu befreien. Die Tempelinsel ist uneinnehmbar. Und Menge kann weder seine Überführung noch die eines anderen Gefangenen anordnen. Lass uns seine Leiche durchsuchen. Stimmt. Er könnte etwas Nützliches dabei haben. Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist es? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier. Gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Ich
Ich habe gesehen, wie Menge ein Blatt Papier verbrannt hat, kurz bevor wir herkamen. Es hätte uns vielleicht weiterhelfen können. Nun ist es zu spät. Und du kannst die Notiz nicht wiederherstellen? Leider nicht. Ich bin eine Zauberin, keine Wunderwirkerin. Kannst du ihn wiederbeleben? Vielleicht, wenn ich mich mit schwarzer Magie auskennen würde. So tief bin ich aber noch nicht gesunken. Nichts als Sackgassen. Wir müssen etwas anderes versuchen. Rittersporn dort rauszuholen ist unsere letzte Alternative. Geralt, du kennst mich. Ich suche immer nach Lösungen. Ich gebe nicht so leicht auf. Aber in diesem Fall gibt's nicht die geringste Hoffnung. Niemand entkommt aus dem Inselkerker. Und Ausbrüche hat es auch noch nicht gegeben. Hat es schon mal jemand versucht? Sie haben es, Geralt. Ich habe es, um genau zu sein. Kurz bevor du angekommen bist, hat mich fast mein Leben gekostet. Menge ist der Einzige, der Rittersporns Freilassung befehlen könnte. Ja. Oder jemand, der genauso aussieht wie er. Ein Doppler? Mhm. Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Hm, aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht könnte Priscilla etwas wissen. Wollen wir es hoffen. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich mach mal gerade kurz hier, muss ich mal kurz speichern und mach mal kurz Pause. Also, sie hat jetzt Menge umgebracht. Rittersporn ist auf einer Insel gefangen. Und wir suchen jetzt einen alten Freund, nämlich Dudu, mit dem wir, von dem wir ja auch schon in dem Brief vorhin gelesen hatten. Ein Doppler soll dann also den guten Menge, oder beziehungsweise nicht den guten Menge, sondern den Wichser Menge, umbringen, sage ich gerade, doppeln und den Befehl geben, ihn freizulassen. Ich bin da mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss, macht's gut! We'll be right back.